Vor nicht vielen Tagen hat der BDMP eine aktualisierte Sportordnung veröffentlicht. Coole Sache. Das zeigt mir auch, dass dem BDMP sehr viel daran gelegen ist, den Skisport weiterzuentwickeln und hier auch die Wünsche der Mitglieder auch mit aufzunehmen und zu verarbeiten und in neuere Disziplinen oder Disziplinerweiterungen zu verarbeiten. Ganz frisch dabei ist eine Erweiterung meiner mittlerweile geliebten Disziplin EPP. Und zwar haben wir jetzt als dritte Variante von EPP, neben EPP Rifle, die Option EPP Production. Um was es dabei geht, möchte ich hier ganz kurz erläutern. Es ist kein Hexenwerk, nur dass man es mal gehört und gesehen hat und ich glaube, der eine oder andere wird da auch seinen Spaß dabei haben. Ich habe hier einen Auszug aus der aktuellen Sportordnung gemacht und dann lese ich euch mal ganz kurz vor, was laut Sportordnung unter Punkt C17b EPP Production steht. C17b EPP Production. Wie C17 europäischer Präzisionsparcours. Waffe. Zusätzlich zu den Kriterien aus C17. Zulässig sind nur unveränderte Dienstpistolen, die in der BDMP-Dienstwaffenliste für DP1 aufgeführt sind und über eine starre Visierung verfügen. Die Visierung muss dem Original der Dienstpistole entsprechen. Frontbrake-Holster, Speed-Machines oder ähnliche Spezialholster sind nicht zulässig. So, hier steht ja der eingehende Satz zusätzlich zu den Kriterien aus C17. Daher ganz kurz noch C17. C17 europäischer Präzisionsparcours. C17-1 Waffe. Pistole in Serie gefertigte, nicht getunte halbautomatische Pistole im Kaliber 9mm, die mit dem Magazin in einen Kasten mit den Innenmaßen von 225mm x 150mm x 45mm passen. Revolver, unveränderte Dienstrevolver im Kaliber, bla bla bla, aber wir sind ja hier bei Dienstpistole. Was bedeutet das denn im Detail? Nun, wir haben auf der einen Seite die BDMP-Dienstpistolenliste. Hierin wird ja definiert, welche Waffen für die Disziplin DP1 und DP2 sowie DP3 zugelassen sind. So, das heißt, wir haben hier in der Spalte ganz außen, da sind wir, Entschuldigung, so, wir wissen, DP1 heißt starre Visierung, keine Abzugstuning etc. etc. pp. Die Visierung muss der Original-Dienstwaffenvisierung entsprechen. So, hier wird es jetzt schon schwierig. Welche Visierung ist denn Original-Dienstpistolenvisierung? Ich könnte diese Frage ganz ehrlich gesagt nicht unbedingt beantworten, aber sei es drum. Wir wissen jetzt zum Beispiel, in der Dienstpistolenliste ist die P10 von CZ ebenfalls zugelassen. So, jetzt haben wir Kriterium 1 erfüllt. P10, das ist die Originalvisierung, wie sie ausgeliefert wird. So, jetzt habe ich eine Dienstpistole, sie erfüllt Kriterium Nummer 1. Kriterium Nummer 2, sie muss in den Kasten mit den Maßen 225 x 150 x 45 mm passen. Sie passt. In dem Moment werden sämtliche Anforderungen bei der CZ P10 erfüllt und sie wäre für EPP Production zugelassen. So müsst ihr das letzten Endes auseinanderdröseln. Das ist also nicht Larifari, oh cool, wir gehen mal nach der Dienstpistolenliste vor. Nein, wir haben hier augenscheinlich ein doppeltes Kriterium. Liste plus Kastenmaß. Nächstes Kriterium, Holster. Frontbrake, Speed, Sportholster sind nicht zugelassen. Was bedeutet das denn? Wo ich bei EPP und EPP Polymer diese sogenannten IPSC Speedholster verwenden kann, wie hier das Höppner & Schumann SpeedSec 5.2.0, sind diese bei EPP Production nicht zugelassen. Macht ja auch Sinn, denn wir schießen Production-Waffen, also Dienstwaffen. Und da kann ich nicht mit einem reinrassigen Sportholster dort auflaufen. Zugelassen wäre somit ein solches Holster wie hier das IDS Level 1 oder Level 2 Duty Holster. Habe ich euch ja gerade erst vorgestellt. Das heißt, wir sprechen hier über Holster, die analog einem Dienstholster entsprechen. Wir haben also wieder ein weiteres Kriterium. Die Abläufe EPP Production entsprechen EPP. Das heißt, nicht wie bei Polymer, dass wir Station 2 stehen schießen, sondern auch hier wird liegend geschossen. Ich denke mal, diese Disziplin
sollte, jedenfalls, und das ist auch das Ziel dieser Disziplin, ein bisschen mehr Fairness in den Wettkampf reinbringen, da wir bei EPP die Problematik haben, oder meine Problematik jedenfalls, was ich, deswegen finde ich die Formulierung in der Sportordnung nicht ganz so toll, sondern meine persönliche Meinung, dass wir ab Werk getunte Waffen, denn diese sind in Serie gefertigt, aber halt ab Werk getunt, wie Shadow 2 oder was auch immer, parallel zu dienstlich ausgelegten Waffen geschossen werden. Und das finde ich persönlich ein bisschen Äpfel mit Birnen. Natürlich obliegt es jedem Schützen selber, ob er jetzt eine Shadow 2 oder eine X5 oder was auch immer nimmt, die ab Werk schon entsprechend ausgelegt ist, oder ob er mit einer dienstlich ausgelegten Waffe an dem Wettkampf teilnimmt. Aber trotzdem, im Wettkampf sollte man immer dafür sorgen, dass die Sportordnung so geschrieben ist, dass sie einigermaßen auf Augenhöhe verbleibt. Ansonsten wird der Wettkampf witzlos und ja. Aber das ist meine persönliche Meinung, private Meinung, wohlgemerkt. EPP Production, ich freue mich auf jeden Fall drauf und wird bestimmt eine spaßige Geschichte. EPP macht immer Laune und ja, so viel dazu.